So, es ist endlich mal wieder Zeit für eine Folge Satisfactory. Und nachdem wir beim letzten Mal im Stream ein bisschen rumgespielt haben mit dem Community Center, geht es heute auch mal wirklich mit Progress weiter. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ich verhaspel mich jedes Mal am Anfang, oder? Ihr seid's gewohnt, scheißegal. Ne? Aber es geht los in 3, 2, 1, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir wollen heute Bahnhof bauen und wie passend, dass wir dafür gerade beim Bahnhof stehen. Ich meine, besser geht's ja kaum und ich habe hier noch mein Fotoaufbau stehen vom Wettbewerb. Ne, unser Platz 2 Bahnhof, beziehungsweise Zentrallager ist es ja, beziehungsweise soll es mal werden. Und ja, ich habe unseren Zug schon mal zurecht gedüdelt und da wir heute Zugstrecke bauen wollen, fangen wir doch mal direkt hier an, oder? Ich mach mal einmal. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir uns hier was in die Schnellstartleiste ziehen. Und erstmal brauchen wir eigentlich nur Schiene. Mach Schiene. Und viel mehr brauchen wir nicht. Ne? Also wir ziehen hier erstmal so weit, wie wir kommen. Beziehungsweise müssen hier dann einmal rumlegen, was ein bisschen dämlich ist. Aber es steht hier tatsächlich noch dummerweise der Container vom Bau rum. Den fülle ich gerade um, sodass wir den erstmal löschen können dann bei Zeiten. Aber kein Ding. Vorübergehend geht das erstmal. Na. Was nun? Geht doch. Ne, wir können das erstmal so hier langziehen. Überhaupt kein Ding. Und ja, jetzt wird es erstmal. Der Anfang wird recht monoton. Nachher wird es, glaube ich, noch ein bisschen interessanter. Oh, hier haben wir schon eine Bahnstrecke liegen. Das ist ja interessant. Stimmt, die hatten wir in der Baufolge schon mal gezogen. Als wir die erste Zugfahrt auch gemacht haben. Wie passend. Kommen wir hier überhaupt rum? Wahrscheinlich nicht. Nee. Können wir da direkt gegen? Auch nicht. Wie machen wir das? Ach ja, Ragnar lernt Neues. So, passt. Sehr schön. Können wir da erstmal dran vorbei. Ne, bis der andere Container leer ist, dauert das ein Weilchen. Aber spätestens zur nächsten Folge ist er denn soweit. So, und dann juckeln wir hier erstmal einmal komplett rüber. Wir ziehen den Zug immer so ein bisschen nach. Und ich merke gerade, das verschlingt echt ganz gut Stahl und. Ja, doch. Stahl und Stahlrohre. Aber halb so wild. So, den Zug nehmen wir gleich mit. Können wir gleich testen, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube, es nervt mich jetzt schon, dass wir den mitnehmen. Lass ich den da stehen? Ja, ich lasse ihn da stehen. Ansonsten renne ich hier ständig hin und her. Und ich könnte ihn jetzt schon mit Plastik beladen, damit wir schon mal anfangen können, Computer zu produzieren. Aber das ist mir jetzt echt. Das ist mir zu blöd. Habe ich absolut keinen Bock drauf. Also rennen wir erstmal sinnlos ein bisschen rüber. Zack. Hier ist wieder Sense. Und interessant wird es eh erst hier hinten. Bin ich gerade? Ja. Wenn wir an den Weg nach oben kommen. Wow, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ne, weil das wird wieder Gefrickel bis zum Abwinken. Ich könnte hier eine Zugstrecke auch mittig drauf bauen, ist mir mal so eingefallen. Weil ich glaube, eine reicht tatsächlich. Obwohl, wenn ich nochmal Flüssigkeiten. Die ist doch schief, oder was? Scheiße! Das. Diesmal bitte richtig. Okay, ist hier können wir. So. Und dann gucken wir mal. Wir haben ja hier schon eine lang gebaut. Und wie ich gelernt habe, ist es sinniger, erstmal gerade zu bauen und dann zu gucken, wie es läuft. So. Wir haben hier immer recht viel Platz. Und ich würde hier eigentlich ganz gerne immer mittig ansetzen. Ich glaube, dann klappt das irgendwie am besten. Was ein bisschen doof ist, man kann sie hier nicht drehen. Ich weiß nicht, warum nicht. Also eigentlich wäre das doch nur sinnvoll, das irgendwie hinzudeichseln. Aber gut.
Da wird die Kurve ein bisschen steil, wa? Ich habe Zweifel. Ich habe berechtigte Zweifel. Sehr schön. Okay, aber wir kicken. Jetzt ist erstmal wieder Einfrickeln angesagt. Ich werde mich wieder weiter glatt anstellen. Okay. So will ich das eigentlich nicht. Ich will das eigentlich, dass sie hier immer gerade kommen. Und vor allem mittig liegen. Das mit der zweiten daneben wird echt eng. So. Wow. Sehen ist auch nicht meine Stärke. Wo gerade aber. Quatsch. Was war denn nochmal? Taschenlampe. B. Meine ich doch. Okay, da kommt die ganz schön weit rüber. Wieso ist der schmaler? Weg damit. Mach kaputt, was dich kaputt macht. So, hier werden wir wohl einmal bis hier oben müssen. Denn sonst wird das krumm und schief. Oh, sieht aber gut aus. Gefällt mir. Und jetzt müssen wir dann noch irgendwie rüberkommen. Zack. Kein Ding. Sehr schön. So, dann kommen wir hier mittig drauf. Wieso ist das hier schmaler? Ist es doch, oder? Ich meine, den ganzen Weg rauf ist es 3 breit und hier dann plötzlich nicht mehr. Aber gut, ich glaube, wir müssen hier eh auf die Mitte kommen. Hä? Was ist denn da jetzt passiert? Die war doch eben noch gerade. Ich habe gesagt, hier soll zu gerade sein, Keule. Geht nicht. Geht nicht. Das ist ja äußerst unangenehm. Na, dann gucken wir mal, dass wir das einfach von hier aus machen. Und vor allem, dass es gerade sitzt. Beziehungsweise mittig. So. Einmal dagegen. Und dann können wir doch schon über die nächste Brücke. Sauber. So lobe ich mir das. Hier fahren wir dann durch die Bäume durch. Das ist ja asig. Aber gut, hängen die halt im Weg rum, ne? Wir haben hier hochwertiges Fixit-Material. Ach, ficken. Scheiß. Wie mache ich das hier überhaupt? Das hängt hier in der Luft. Was ist das für ein Bullshit? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Nehmen wir erstmal das hier weg. Dann endet, glaube ich, einfach da hinten dieser Hochweg und wir gehen nach unten. Was allerdings immer noch scheiße ist, dass ich hier nicht hochkomme. So. Ein bisschen gedreht. Und schon geht das. Und gleich wieder weg. Wir werden den Platz wahrscheinlich gleich brauchen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir dahin kommen. Oder führen wir das drunter durch? Weil diese Brücke führt ja vor allem erstmal zu dem Gebäude da hinten. Ich glaube, ich führe die Bahnstrecke ums Gebäude rum. Und dann da unten lang. Ja, ich glaube, das ist sinnvoll. So machen wir das. So machen wir das. Hier knolzen wir nochmal irgendwie einen Aufbau hin. Können wir das? Ja, hier ist fester Boden. Hier ist dummerweise Strom. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich glaube, das kriegen wir geregelt. Indem wir... Wo gehen die alle hin? Ach, du gehst doch da hinten. Okay, das vergesse ich garantiert nachher. Aber dann ziehen wir hier erstmal... Natürlich. Das war einmal Strom, der sich verabschiedet hat. Machen wir einmal so. Und einmal so. Und ziehen da dann einfach ein Fundament drauf. Was natürlich derbe Kacke aussieht. Ja gut. Dann machen wir es anders. Weil das will ich nicht, dass man da drunter das Fundament sieht. Ich finde das so derbe hässlich. Na, das... Das weg. Und dann machen wir da nochmal ein Türmchen drauf.
Zack. Zack. Oh, das war knapp. Das ist. Nein. Ach komm schon. Jetzt mich rollen oder was? Hier komme ich jetzt gerade so hoch. Okay. Aber ich komme nicht auf die Höhe dann. Das war knapp. So. Dann sitzt das schon mal. Hier wird es ein bisschen einfacher. Hier haben wir dieses Gefriggel nämlich nicht. So. Dann nochmal die Wand ran. Und dann machen wir das tatsächlich so. So. Jetzt sind wir aber mit den Gleisen immer noch nicht da. Das wollte ich doch eben schon machen. Warum habe ich das nicht getan? Kann mir das mal einer verraten? Was ist das jetzt? Nochmal Bullshit. Super gut. Da kann ich vielleicht nochmal irgendwann die Förderbanddinger durchmachen. Aber das ist jetzt gerade sinnlos. So. Du bist hier ran. So. Dann müssen wir da einmal hoch. Kommen wir da hoch? Eigentlich müssen wir da hochkommen. Na, geht doch. So, dann machen wir nämlich. Na, wo sind sie? Da sind sie. Legen wir den hier mittig hin. Bis ran an die Kante. Und führen den dann darüber. Damit bin ich eigentlich unzufrieden. Ich glaube, ich will hier doch noch so ein Türmchen haben. Dann habe ich drei. Und eigentlich auch so weit, wie ich es gar nicht haben will. Zumal das da überhaupt keinen Sinn macht, dass, falls nicht mehr hoch ist. Ich könnte hier neben einen hinbauen, aber das finde ich auch kacke. So, jetzt packe ich mir erstmal, weil ich das noch ein paar Mal brauchen werde. Na? Zack. Na komm. Den hier hin. Ach komm schon. So. Und dann werde ich es, glaube ich, doch so rüberziehen. Ja, wir können auch hier bis zur Mitte gehen. Ich glaube, dass wir. Ja, das wirkt runter. Ne, und hier machen wir dann auch gar keinen Aufbau. Hier gehen wir so glatt lang. Und dann führen wir es hier weiterhin oben. Eigentlich ist in der Mitte genug Platz, dass man da langlaufen kann. Da können locker zwei Schienen lang rennen. Geht das überhaupt? Warum geht das nicht? Mir jetzt schon ein Dorn im Auge. Super. Geht auch nicht. Zu scharfe Kurve. Was willst du hier rumkurven? Bist du bescheuert? Dann nehmen wir das Stück hier nochmal weg. Weil das sieht ja so ein Scheiß aus. Ich will das hier, wenn dann halbwegs gerade haben. Das wäre schon schön. Ne? Also gerade ist ja sonst nicht meine Stärke, aber. Was hier ein Bogen. Was ist das denn für ein Riesenbogen, ey? Ist der hier nicht. Wie macht der einen Schlenker? Warum macht der hier einen Schlenker? Das ist doch total sinnbefreit. Der muss gar nicht sein. Okay, versuchen wir das anders. Ja, ich weiß, du hast noch keinen Strom. Alles cool. Bleib mal locker. Ich muss meine Kraftwerke da hinten wieder anschließen, sonst gibt es hier bald Probleme. So, haben wir hier dann auch einen Schlenker drin? Ja, sogar noch schlimmer. Ja, ich schließe das ja gleich wieder an. Mensch, Scheißspiel. Das sieht jetzt halbwegs gerade aus, oder? Ja, so gefällt mir das. So ist das okay. Okay, dann sorgen wir jetzt erstmal dafür, dass der Strom hier wieder läuft. Bevor mich das Spiel noch zweimal anschreit. Was ich übrigens cool finde, mit irgendeinem Patch kam es, dass ich die jetzt hier setzen kann.
Das ging vorher nicht so richtig. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen drüber gefreut, ne? Dummerweise brauche ich die jetzt nicht, sondern die hier. Echt jetzt? Mir fehlt Kupfer. Dann läuft das jetzt einfach zwischenzeitlich so hier rüber. Kommen wir hier ran? Ja. Nein? Kabel zu lang. Ach, fick dich doch. Dann machen wir halt so. So. Und wo ist hier hinten der Strom? Da. Passt sogar. Okay. Gucken wir mal, ob der Strom wieder läuft. Oder ob wir immer noch im Notaus sind. Nee, was ist denn hier los? Alter. Ich muss mir dringend meine Stromproduktion mal wieder angucken. Das ist ja Riesenkuddelmuddel. Also das hier ist schrecklich, aber das hier ist nicht viel besser. Ich dachte, ich hätte das zwischendurch nochmal gefixt, aber okay. Offensichtlich ist dem nicht so. Okay. So, hier machen wir das jetzt. Ich möchte es nicht Spirale nennen, weil diese Spirale eine Zeit lang echt viel zu übertrieben eingesetzt wurde. In der Gruppe. Deswegen der nächste einfach mal, keine Ahnung, Turmgeflecht oder so. Wir werden das jetzt hier schön rumführen. Und dann da runter und da machen wir eine richtige Brücke draus. Oder wir führen es über den Damm, das würde auch gehen. Wir führen es über den Damm, über den da zumindest. Ja, ja, hier kann man gleich mal sehen. Ich habe dahinter, ne, bei der Computerfabrik, tatsächlich mal ein Gebäude draufgesetzt, sodass wir auch Platz haben für einen Bahnhof. Aber darum soll es jetzt erstmal noch nicht gehen. Jetzt nehmen wir hier erstmal ordentlich ein paar Geländer weg. Und zwar bis hier. Und setzen hier dann Platten ran. Mit einem leichten Gefälle nachher auch. Dann nehmen wir aber, glaube ich, die ganz flachen. Und werden uns dann hier runterarbeiten. Schritt für Schritt. Dann sind wir schon mal hier. Oh Gott, das wird ein Riesengefrickel. Ich glaube, ich werde gleich genervt sein. Nee, wir machen das einfach. Wir machen das so. So, und dann machen wir einfach mit denen hier weiter. Wir müssen ja von der Sache her gar nicht so weit. Die Frage ist, müssen wir rum? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich können wir auch hier durchhämmern. Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht tun könnten. Wir machen das auch. Eisekalt. Weg den Scheiß. Versaut eh nur die Optik. Bauen wir hier gleich wieder Zaunelemente hin. Dann machen wir den Spaß hier einmal auf. Und das hier werden wir ein bisschen anders regeln. Ich meine, das steht eh still. Von daher, kack egal. So, wir machen zwei auf. Was wir aber machen müssten, wir müssen das hier irgendwie stützen. Na, und dann müssen wir eh auf die Höhe hier hinten erst. Ich meine, das ist ja nix. Ne, werde ich bei Zeiten hier nochmal einen Damm bauen. Dann haben wir auch die ganze Breite mit dem Damm voll, ey. Wie cool ist das denn? Da hab ich Bock drauf. Das werde ich machen. Aber erst, wenn hier die Gleise stehen. So, also wir wollen bis darüber. Wie machen wir das am dümmsten? Hm.
Könnten es so machen. Zack. Muss ich nur hier auch sowas hinbauen, damit es nicht ganz verloren aussieht. So. Müsste man aus der Ferne mal sehen. Könnte aber okay sein. So, dann rennen wir da mal wieder hoch. Zack. Und ziehen da über unsere Gleise rüber. Zap, zarab. Ich bin ein bisschen gespannt, ob hier der Zug überhaupt durchpasst. So, dann sind wir bis hier. Ja, geht da ein bisschen durch, ne? Bin ich unzufrieden? Wir gehen erstmal bis hier, damit wir diese Kante hier nicht so eklig drin haben. So, und dann bleiben wir, glaube ich, auch bis hier gerade. Und zwirbeln uns dann hier runter. So, das heißt, wir müssen hier aber schon mal grob einen Damm planen. Oh Gott, ey. Womit ich mal eben in der Folge anfange, ey. Ich habe auch die geilsten Ideen manchmal. So, der läuft da hier dann so schräg rüber. Ich muss es gleich ordentlich machen, damit es dann nachher nicht scheiße aussieht. Wir machen mal so. Beton sollte ich hier auf der Ecke genug haben. So, und dann bis hinten durch. Müssen wir uns unten angucken, sonst bringt das alles nichts. Dann müssen wir ja nach hier hin wieder gerade werden. Oh Mann, oh Mann. Das kann was werden. Sieht aber tatsächlich recht gut aus. So, das Ganze nochmal daneben. Ne, der Damm kann ja ruhig ein bisschen höher sein als der Wasserspiegel. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich wollte tatsächlich schon länger einen Damm hinzimmern. Von daher nutze ich hier eigentlich gerade nur eine Gelegenheit. Ne, weil ich habe hier gerne alles dicht. Ich habe mir sogar da hinten, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, so eine kleine Aussichtsplattform hingelegt, womit man schön hier rüber gucken kann. Oh ja, ich sehe meinen Damm immer wieder gerne, ne? Ich finde es immer noch schade, dass er nicht gewonnen hat. Aber ich habe es mir mit den Farbspielereien am Ende so ein bisschen versaut. Ich hätte ihn einfach weiß lassen sollen. Ah, meine Güte. Kann ich alles haben, ne? Manchmal ist das einfach so. So, dann sind wir hier erstmal rüber. Hier kriegen wir natürlich keinen Dings lang gezimmert. Kein Gleis. Da kommen wir an dem Miner nicht vorbei. Also bleiben wir doch hier. So, jetzt verhämmere ich hier natürlich unnormal viel Beton, den ich nicht verhämmern müsste, aber was bleibt mir übrig? Der Zug soll hier lang fahren. Ich guck grad mal, ja, da muss ich mir für oben drauf noch was überlegen, wenn ich diese Rundung da wirklich drauf bauen will oder dran behalten will. So sieht es erstmal ein bisschen nicht so aus, wie ich es haben möchte. So. Dann sollten wir hier einen gehörigen Vorrat an Beton haben. Meine provisorische Betonstrecke. Naja, gehörig ist relativ, ne? Aber es reicht, um da fix mal den Anfang des Damms hinzuzimmern.
Beziehungsweise so weit dahin zu. Oh, ich bin hier immer wieder gerne, ne? Meine Fresse. Ich weiß ja, Eigenlob stinkt, aber ich mag das. Ne? Sämtliche Gebäude sind völlig sinnlos. Aber wirklich von vorne bis hinten. Aber egal, es sieht einfach geil aus, auch wenn ich es noch umgestalte. Aber anderes Thema. Und eins der Sachen, die mir am meisten fehlen, tatsächlich bei Satisfactory, sind dafür Unterbauten. Ich will damit einfach eine dicke, fette Säule bauen können. Warum ist das nicht drin? Jetzt mal ganz ehrlich. Das wird so geil aussehen, wenn man damit so ein bisschen Rundung bauen könnte. Aber das ist so ein Bauteil, das fehlt einfach. Also, das ist da und das ist da. Warum kann man da keine Zwischenstücke anbieten? Also, es kann doch vom Design her nicht das Problem gewesen sein. Dann würde ich es einfach von ganz oben nach ganz unten durchziehen. Komplett. Und es wäre schick. Ne, es wird nicht mal irgendwie scheiße aussehen. Ne, aber das sind so einige Sachen, wo einfach Dinge fehlen. Ne, wie zum Beispiel Wände mit Öffnungen links und rechts. Von der Sache her überhaupt kein Ding, das mit anzubieten für die Förderwände, aber aus irgendeinem Grund wurde es nicht gemacht. So, ich glaube, ich werde es hier runter schicken, bis zur Hälfte etwa. Und dann da langsam wieder rauf. Das heißt, wir düsen da jetzt nach oben. Ich glaube, ich werde hier sogar noch ein Türmchen dran bauen. Können wir hier? Ja, können wir schon irgendwie, ne? So, bauen wir nämlich hier einfach. Türmchen hoch. Wir wollten drei breit. Beziehungsweise vier breit ist es dann. Zack. Ja, das gefällt mir. So. So weit, so schick. Ich glaube, das lasse ich sogar einfach so am Ende. So oder so eine Art. Ne, aber so kann ich jetzt auf jeden Fall das Gleis von da drüben. Was war das denn für eine Nummer? Ey. Seit Tagen habe ich das Problem, dass ich diese Wände nicht kopieren kann. Also einfach drücken, fertig. Jetzt plötzlich geht's wieder. Ich hatte eben noch das Problem. Aber jetzt wollte ich halt eigentlich die Gleise haben. So, das ist jetzt das linke. Das heißt, wir schieben das. Boah, das ist ja eine ganz saubere Kurve, ey. Richtig genial. So. Naja, fast. Kriegen wir hier einen Knick rein? Nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. So, wir gucken mal. Eins, zwei, drei, ja, vier ab. Mal schauen, ob wir das da hinten auch hinkriegen. Zack. Na? Es ist schon ganz schön Gefälle, ne? Meine Güte. Aber dann muss er durch. Die gute Eisenbahn. Das läuft sauber. Okay. So, und dann gehen wir einfach hier über die Station drüber. Ich möchte auch einfach mal behaupten, relativ gerade. Zack. Gehen wir einfach hier rauf. Und dann, ja, so gerade wie geht, ne? 1, 2, 3, 4. Drehen wir einmal. So passt's, okay. Eigentlich müssen wir dahin. Oh, ich bin dann doch unzufrieden. Das könnte die Optik ein wenig versauen. Nee, das geht so nicht. Das machen wir so nicht. Ich glaube, wir gehen hier tatsächlich durch. Wir gucken mal, wie hier Platz ist.
dann darüber und da rein. Oder da an der Seite lang. Oder dadurch. Dadurch wäre cool, ne? Dann müssten wir allerdings ein weiter rüber hier. Plock. So. Und könnten wir. Ja, ich muss mal gucken. Das kriegen wir schnell. Ja, komm. So, wir gehen erstmal bis hier. Obwohl da 1, 2, 3, 4. Dann sind wir hier. Ist das der gleiche Abstand wie da? So, und dann müsste ich eigentlich. Erstmal muss ich da aufmachen. Keine Ahnung, was dahinter ist. Ah, okay. Ich bin mir uneins. Sehr sogar. Erstmal muss da auf. Dann muss da eine Wand dran. Und da auch. Dann muss das angepinselt werden, weil sonst vergesse ich das. Was haben wir denn da genommen? Ist das die hier? Ja. Goodie. Machen wir mal so. Dann haben wir hier gar nicht so viel Platz, ey. Was wir machen könnten, wir könnten die hier ausprobieren. Nee, da nicht. Da. Da. Und na komm daneben. Ich will dahinter ein. Da nagt der Tod an mir. So. Denn da. Wieso geht das denn jetzt nicht? Was ist denn das für ein Blödsinn? Nicht genug Freiraum? Ist der echt im Weg da? Machen wir darüber. Dann muss das Ding weg. Hilft ja alles nichts. Ach so, das ist so einer. Na gut. So, dann passt der. Ja, das ist okay. Ne, dann setzen wir da mal eine Platte drauf. Sagt da nicht die Zeit? Halbe Stunde erst. Sehr schön. So. Dann ziehen wir mal hier rein. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist ganz schön assi. Ich hätte ihn da schon gerne durch, ne? Wie das. Wir gucken mal. Das sieht äußerst seltsam aus. Das geht gar nicht. Erstmal hier rüber. Okay, dann kommt das hier raus. Das endet da. Wie machen wir das? Also der kleine Zibbel da, der geht mir richtig auf den Zünder. Der geht mir so richtig derbe auf den Zünder. Wir machen jetzt mal so. Mal gucken, wie viel Gras man am Ende noch sieht. Zu viel für meinen Geschmack, viel zu viel. Und ob der Zug hier durchpasst, wage ich auch einfach mal zu bezweifeln. Das müsste man jetzt tatsächlich mal drauf ankommen lassen. Kann ich gerade einen bauen?
Lokomotive. Signalisatoren fehlen, ja. Die kriegen wir doch wohl doch irgendwie hin hier, oder was? Bechel. Produktion. Quatsch. Ausrüstungswerkstatt, die brauchen wir dafür. Natürlich nicht. Es fehlt wie der fucking Kupfer. Leck mich doch denn. Hol ich halt diese verfickte Lok hierher. Und bastel mit der hier rum. So. Ich werde hier eigentlich schon sehen, ob ich da durchkomme. Ne? Ob die Höhe von 2 ausreicht. Und dass der Zug jetzt rückwärts fährt, nervt mich eigentlich brachial. Das geht mir richtig auf den Sack. Aber Gott, wir fahren hier rückwärts lang. Und dann sehen wir gleich, wie gut das hier läuft. Da ist immer noch so Unmengen Beton auf dem Band, ey. Das muss bei Zeiten alles weg. Hier ist doch noch so ein Knick drin, ne? Also gefühlt aber auf der ganzen Strecke. Warum? Nee, 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 so ja nicht. Dann machen wir hier jetzt erstmal gerade. Ach, weil die hier schief liegt. Also, ich guck mal. Muss zumindest das gerade sein. Warum will das nicht gerade ansetzen? Ach so, ja, ich bin ein Idiot. Deswegen, weil ich ein Idiot bin. 2 reicht als Mindestlänge, okay. Dann ziehen wir jetzt hier einfach bis auf 2 ran. Dann führt das Gleis hier schon mal gerade rüber und dann können wir da die Kurve ziehen. Dann müsste das ja hier auch passen. Sehr schön. Zack, haben wir ein gerades Gleis, das hier rüber führt. Auch wenn hier jetzt so ein kleiner Knick drin ist. Aber der ist zu verkraften. Geht schöner, aber naja. Und ich bin gespannt, ob der Zug hier hochkommt, ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass man echt so ewig braucht, um Gleise zu verlegen. Ne, also die gleiche Strecke hier mit Fließpendeln wird irgendwie 5-mal so schnell gehen. Aber dadurch, dass man die Dinger nicht irgendwie drehen kann oder zumindest ein bisschen anpassen an die Form, die man haben möchte, hat man hier echt elendig gefrickelt. Das ist ganz schön nervig. So, hier, das konnte man ja im Dings nicht so richtig sehen. Im Foto. Ich habe hier Strommasten gebaut, die völlig sinnlos sind, aber da schön rumstehen. Ich muss mal immer noch mal gucken, wie weit man die auseinandernehmen kann. So stehen die echt ganz schön nah beieinander. Aber naja. Abbrechen. So, Zügelein. Sie werden gebraucht. Wie viele Anhänger hat der? Eins, also 8 soll der, glaube ich, mal haben. 1, 2, 3, viele. So. Mal gucken, wie weit wir kommen. Im Zweifelsfall knüppeln wir da eine zweite Lok dran. Was wir jetzt erstmal noch nicht können. Aber halt eh nur 4 Anhänger, von daher passt's. Ich fühle mich gerade ein bisschen damals wie mit meiner Modelleisenbahn, ne? Ich hatte mit dem guten Ding ja eine Menge Spaß. So, jetzt sind wir auch ein bisschen flotter unterwegs. Fast 120. Und 30 Megawatt, das ist vom Stromverbrauch erträglich. Na, kommen wir bergauf. Das geht. Da müssen wir die Rundung vielleicht noch mal ein bisschen schicker machen. So, aber hier sieht das doch ganz schicki aus. So, und jetzt sehe ich doch schon, 2 reicht nicht. Wir brauchen 3. Ne, das muss höher. Ja. Dann können wir gleich gucken, ob wir da hochkommen. Problemlos. Sehr schön. Einmal Ankeule. Zack und raus.
Ach, ich mag Züge. Ich mag Züge. Ich das hier ein bisschen schicker gestalte, muss ich noch mal gucken. Aber in jedem Fall muss der Aufbau hier höher. Da muss noch mal einer drauf. Das verhagelt mir ja direkt ein bisschen die Optik, ne? Zumal ich dann da hinten auch nicht durchkomme. Oh, Mist, ey. Also bringt mir das gar nichts, den ganzen Scheiß wieder weg. Weg, 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 weg. Du auch weg. Und du da wieder hin. Und gleich hier die angemalt, weil sonst verpeile ich das wieder. Welches waren das? Ich glaube das hier. Jo, sehr schön. So, dann bauen wir erstmal hier alles wieder ran. Der Scheiß kann weg. Das macht so wenig bis keinen Sinn. Auch gleich wieder anmalen. Und dann hatten wir hier genau die hier einfach drauf. Scheiße. Die hatten wir hier natürlich auch lang. Dann die. Und dann steht der Mist auch schon wieder. Bis auf die Farbe. Aber das machen wir auch gleich. Zack, zack. Zack, zack, zack. Erledigt. So, wir können nicht drüber. Wir könnten links vorbei. Da ist eine Menge Platz. Na, auch nicht wirklich. Da haben wir das Ding hier. Was nicht wirklich eine Brücke ist, die aussieht, als würde sie eine Eisenbahn tragen. Das ist mir auch zu hoch, ehrlicherweise. So. Aus einem nicht näher definierten Grund müssen wir da oben lang. Ne, denn da unten führt nachher der Rückweg. Oder beziehungsweise, ja doch, die Abfahrt wieder lang. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Er fährt ja. Ne, er kommt von hier, fährt nach da. Und kommt dann nachher da an, glaube ich. Ne, ist ja auch wurscht. Ne, andersrum irgendwie. Anders hinstellen kann man ihn immer noch mal. Okay, die Nummer mit, wir führen ihn über den Damm, hat sich, glaube ich, gerade erledigt. Das macht keinen Sinn. Wir müssen irgendwie da hinten lang. So, und eigentlich wäre es clever gewesen, ihn da lang zu führen, ne? Und gar nicht da oben rüber. Fällt mir dabei gerade mal so auf. Die Sache ist, ich habe die Seite vom Strand da noch nie großartig erkundet. Kannst du mal Gas geben? Ich glaube, ich habe dem gerade die Schienen unterm Arsch, ja, weggezogen. Scheiße. Mach mal weg. So, jetzt sollte der auch wieder fahren. Ey, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Oh. Oh, das war knapp. Ja, wir fahren mal ein Stückchen weiter noch. Und gucken mal. Ah, guck mal hier. Ja, wir fahren noch ein Stückchen weiter. Ich hätte ihn gerne da am Staudamm gehabt, aber dieser Plan ist unrealistisch. Also kicken wir mal, wie wir hier lang kommen. Wir können eigentlich hier runter gehen. Was aber von der Sache her doof ist. Weil wegen Brücke und von der Brücke runterfahren ist dämlich. Macht keinen Sinn. Aber wir könnten ihn dann hier lang führen. Quasi hinter der Brücke, hier links rüber. Erkunden wir die Gegend doch gleich mal. Und dann hier am Strand lang. Quasi auf der komplett anderen Seite. Am gestauten See, wenn man so will. Ne, könnte man hier so rüber. Ich weiß auch noch nicht, ob ich hier eine Brücke rüber haben will. Ich glaube eigentlich eher nicht.
Obwohl, so rund wäre auch cool. Und dann hier nicht hin, sondern hier hoch. Dann müssten wir genau. Wo kommen wir denn hier raus? Ich werde angeschrien, ich werde angeschrien. Wo, 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 wo? Da. Fresse halten, sterben. Brücke sehen und sterben. Toller Film. Was ist das denn für eine Säule hier? Da ist die. Ja, wird das hier so eng? Alles Bullshit, ich sag's euch. Ach komm. Nicht ernsthaft, oder? Och, ich hasse diesen Baum. Ohne Scheiß, das ist gerade nicht das erste Mal passiert. Ich will ihn aber nicht abnehmen, weil ich den eigentlich schön finde. Ja, bleibt nur der Selbstmord, ne? Wieder einmal. Na komm. Jetzt. Durchducken kann man sich. Super. Na egal. Gehen wir halt hier hoch. Leck mich, Spiel. Ich bin schlauer als du. So. Von wo sind wir denn jetzt gekommen? Von da sind wir gekommen. Dann hier hoch. Ja, kann man machen. Den Steg kann man wegreißen. Der ist hier eh eigentlich obsolet. Machen wir auch gleich mal. Reißen wir einmal alles ein bisschen ab. Das Ding läuft dann woanders lang. Und dann geht es nämlich hier lang weiter. Und dann führt hier die Bahn hoch. Müssen wir gucken, ob wir da irgendwie drunter durchkommen. Das wäre total cool. Aber scheiße, ich muss dran denken. Das ist. Lass ich hier zwei Züge lang fahren? Ich weiß es nicht. Einen kann ich auch anders lang schicken. Das kriegen wir schon hin. So, also. Weiter geht's. Fährt der hier mittig? Der fährt hier dann mittig. Habe ich gerade beschlossen. Punkt aus Ende. Ja, Bäumchen, dich mache ich auch ungern weg eigentlich, aber wie das so ist, ne? Du stehst dem Fortschritt im Weg. Tut mir ja leid. Mal gucken, dass ich keinen anderen dabei wegreiße. Und die Hypertubes. Oh, ist mein Inventar voll? Mit was? Ich habe so viel Scheiße gebaut und habe das Inventar jetzt voll. Ich habe übrigens hier die ersten Fixit-Dinger aufgemacht. Ja, hier weg damit. Die ersten Kalendertürchen, die haben wir nämlich beim letzten Mal vergessen. Und habe direkt 20 Batterien bekommen. Wie gut fand ich das denn? So, dann gehen wir jetzt erstmal hier rüber. Dann von hier nach. Da, oh, schön über den Baum rüber. Wie cool ist das denn? Das finde ich geil. Das lasse ich so. Das lasse ich so. So, und hier lasse ich die Zug, glaube ich, einfach berg- und talmäßig lang fahren. Ne, der muss ja nicht überall betoniert sein. Wer sagt das? Also, Transport, Schiene. Aber das könnte interessant werden. Ich glaube, ich reiße hier einen nochmal wieder weg. Dann kommt das mit dem Winkel besser hin. Schiene. So. Hier. Was ist denn? Nee, 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 nee. Du fängst hier an, mein Freund. Mach hier mal keinen Scheiß. So, und dann gehen wir einfach. Boah, what the fuck, ey. Ey, das muss doch irgendwie. Muss ich doch den Winkel ändern können, oder was? Obwohl, ich muss eigentlich auch. Muss ich so lang? Ne, ich muss hier rüber. Erstmal gucken. Ja, hier muss ich rüber. Das heißt, ich brauche einen Winkel ungefähr nach hier. Boah, Alter, wie ich mich verlaufe, ne? Unglaublich. Unfucking fassbar. Denn doch lieber so. Da will ich hin.
denn dagegen? Das macht da schon mehr Sinn. So. Müssen wir durch das Bäumchen hier durch. So, bis nach hier. Na? Sack mir nicht zu weit runter. Ich weiß nicht, so ganz auf dem Rasen gefällt mir aber doch nicht, ne? So ein bisschen Schotter wäre halt schon schön. So, und hier bin ich jetzt gespannt, ob er auf den Boden runter will oder ob er ganz rüber kann. Bahnstrecke zu lang. Ja, schade. Weil eigentlich will ich hier gar nicht unbedingt runter. Ich könnte nur schön gerade rüber bauen. Naja, gebe unten lang. Ach, der sackt da wieder so ekelhaft weg, ey. Das sieht doch scheiße aus. Na, kommen wir da ran? Nö. Nee, ich hasse dieses Rumgeglitsche. Das ist. Pfui. Da komme ich aber nicht gegen an. Müsste ich einmal unterbetonieren. Dann kann ich es auch gleich ready machen. Hin, wir wollen da hin. Eins, zwei, drei, vier. Oder brauche ich so ein Fundament wie Yoshi das gemacht hat, damit das ein bisschen einheitlich ist? Oder mache ich hier meinen eigenen Shit? Ich mache meinen eigenen Shit. Und wisst ihr was? Richtig stumpf auch. Ich bis hier hoch, ne? Ich glaube, das von der Höhe hin. Es wird einfach nur. Also safe. Zack. Oder auch nicht zack. Ärgerlich. Warten wir kurz. Oh, das ging schneller als gedacht. So. So. Und na, so. Nicht so. Ach, ich gehe einfach runter und dann kriegen wir das schon so. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Mann, oh! Jetzt geht hier die Konzentration flöten oder was? Kann man ja angehen. Blödsinn, da muss keiner hin. Der sitzt natürlich auch wie Karl Arsch. Und dann hauen wir hier nämlich einfach die mit ran. Zack. Zack. Naja, wenigstens von oben sieht man das denn mit den Abrundungen. So. Und jetzt ziehen wir das einfach. Na. Ach, komm schon. Jetzt übernimm das. Ich will. Ist das dein Ernst? Geht doch. Meine Güte, was war daran jetzt so schwer? Sieht aus wie so ein Helipad. Auch nicht schlecht. So, dann gehen wir hier an die Mitte. Und dann hat sich dieser Scheiß nämlich erledigt mit dem Glitchen. Zack. Ach, fuck. Wow. Mit der Kettensäge habe ich da keine Chance. Fucking Spinnen, ey. Na, wo seid ihr? Stirb. Stirb. Boah, wie viele sind das denn? Ich habe gar nicht mal so viel Leben, ne? Puh. Komm also gleich im Rudel. Schön. Da ist gleich noch einer. Wichser, komm her. Assi, ey. Höre ich noch mehr? Mein Ohr sagt, ich höre noch mehr. So, muffeln. Sagen wir mal für ein bisschen Health hier. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir kommen zum Ende. Dann machen wir halt ein provisorisches Ende daraus. So, wir wollen nach hier.
Wo gehen wir denn da am besten lang? Also erstmal muss er das hier weg. Keine Ahnung, was das gerade war. So. Die Gleise reißen wir einmal alle ab. Die brauchen wir nicht mehr. Da hinten machen wir bei Zeiten wieder dicht, beziehungsweise ich mache da wieder dicht. Ihr werdet da nicht viel mehr von mitbekommen, außer dass es irgendwann fertig ist, wie sich das gehört. Und dann ziehen wir die Gleise von da runter. Das heißt aber auch, dass wir hier wieder bis an den Absatz gehen jetzt. Ach komm. So ein Scheiß. Man sieht auch echt beschissen manchmal. So. So, dann müssen wir irgendwie darüber. Das wäre dann. Wow! What the fuck war das denn? So, die werden abgerissen. Du auch noch. Und erstmal provisorisch erhöht. Das wird für den Zug nicht reichen, ich weiß, aber um den Feinschliff kümmern wir uns, wenn es soweit ist. So. Und so. Weil da werden wir nochmal ein paar Türmchen oder sowas bauen müssen. Und wir müssen hier eh noch ganz viel roden und so ein Scheiß, ey. Hier ist noch eine Menge zu tun, aber ich will das Bahngleis fertig haben. So, wenig Glitch bitte. Und dann daran. Und dann können wir hier schön lang das zimmern. Gucken wir mal. Gucken wir doch mal. Noch haben wir nicht überzogen, noch gönnen wir uns was. Beziehungsweise eigentlich gönnen wir uns nichts mehr. Wir gehen jetzt noch zum Kalender, werden den ausplündern. Oh, hier ist ganz schön Steigung, ey. Meine Fresse. Wenn das mal nicht zu viel ist. Wie viel Platz habe ich im Inventar? Zu wenig. Schade. Ich hätte jetzt echt gerne den Zug umgedreht, ne? Der geht mir so rum echt auf die Ketten. Ich fahre so ungern rückwärts. So, und dann gucken wir doch mal, wie sich das fährt. Ich habe mir tatsächlich schon seit ein paar Folgen gedacht, da über die Brücke, das wird ätzend. So, aber hier durch den Dschungel. Ja, so hat schon wieder irgendwie was, ne? Wenn man im Hintergrund den Zug lang fahren sieht, der Baum muss weg. Und hier ist gleich Feierabend. Ist doch in Ordnung. Ne? Wird noch ein bisschen gerodet und dann geht das voll klar. Und dann kommt ja tatsächlich hier hinten unser Bahnhof hin. Wie gut wird das? So. Ach, wir müssen noch weiter. Wir müssen noch ein ganzes Stückchen weiter. Wo ist hier die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann ist hier die Mitte. Laufen wir tatsächlich direkt drauf zu. Ist ja irre. Ach komm, nicht ernsthaft, oder? Dreckiger Scheiß. Dieses Gefrickel mit den Gleisen. So. 1, 2, 3. Dann ist hier die Mitte. Und bis hier. So. Das Ganze zusammenspaxen. Und dann löppt das. Kommt hier der Weg runter und hier hinten kommt der Bahnhof rauf. Ne? Hier kommt der Bahnhof und dann, ich finde die. Ich mag ja so eine Ziergebäude ein bisschen mittlerweile, ne? Die haben es mir ja ein bisschen angetan. Die haben keinen großartigen Zweck, außer dass da eine Treppe lang läuft. Und das war's.
Aber ich mag es, wenn die Welt ein bisschen gefüllt ist. So. Und dann geht es hier wieder runter. Und da nachher hoch. Und da kommen wir dann ins Reaktorgebiet. Und da wollen wir ja irgendwann Öl hinbringen. Damit wir da unseren Turbotreibstoff machen können. Beziehungsweise verarbeiten können. So, und von hier hat man halt einen echt schicken Blick eigentlich, ne? Wenn da der Damm noch fertig ist, wird das ganz schön geil aussehen. Das gefällt mir. Ich mag die Ecke hier. Ich mag die echt gerne. Ne, da oben den Damm und da lasse ich den Wasserfall dann, glaube ich, einfach. Ah, das ist schon ziemlich cool. Und ich würde diesen Vorsprung da vorne tatsächlich auch noch ganz gerne nutzen, wo eine pinke Schnecke drauf liegt. Wie gut ist das? Aber das ist ein Spielchen für einen anderen Tag. Ja, das gefällt mir schon. Alleine mit diesen Fundamenten darüber finde ich schon gut. Ne? Dann nimmt das Ganze gleich ein bisschen mehr Form an. Ich meine, da hinten wird nichts produziert, wirklich gar nichts, aber es ist mit die schönste Ecke der Map. Eigentlich doch erstaunlich, oder? Und dämlich. Dafür, dass ich da nie bin und das fast nie genießen kann. Aber ich glaube, umso mehr genieße ich es einfach, wenn ich wirklich mal da bin. So. Dann werden wir uns noch einmal auf zum Hub machen. Also, ich muss gerade mal feststellen, seit ich den neuen Monitor habe, ne, blendet mich die Sonne wirklich. Das ist echt fickerhell, ey. Meine Fresse. So, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal mit euch zusammen mittlerweile auf die Plattform da oben gelaufen bin. Aber falls dem nicht so sein sollte, holen wir das jetzt einfach nach. Ne, und schauen uns hier gleich nochmal wieder ein bisschen um. Ich habe tatsächlich da vorne ein klein bisschen umgebaut, neu verkabelt und sowas, dass das nicht mehr aussieht wie Fuß. Das habe ich in der Livestream-Folge, meine ich, auch gezeigt. Aber jetzt fehlt einfach die Zeit, um das nochmal fix zu machen. Und das finde ich halt auch geil, ne? Ist einfach nur imposant. Sinnlos, aber imposant. Und ich weiß nicht, woran es mich erinnert, aber ich mag das Design. Es ist einfach nur sinnlos, kreuz und quer gefühlt, aber mir gefällt es. Ne, dann mit den Doppelstreben hier oben nochmal drauf. Irgendwie hat's was. So, und dann ist hier oben, tada, der neue Hub mit einem Pipapo. So, wir wollen aber nicht zum Awesome Shop, wollen wir nicht. Wir wollen hier rein, zum Adventskalender. Und wie gesagt, ich habe hier ein paar, habe ich schon rausgesucht. Warum man die Zahlen hier nicht sieht, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen doof. Aber was ist das denn? Überlagerungsoszillator. Braucht kein Mensch, also ich noch nicht. Ach, hier stehen ja doch Zahlen. Ah, die sind aber krass versteckt. Kügelchen, ja, Moment. Habt ihr hier irgendwo eine Kiste eigentlich? War doch immer da. Hier lagern wir mal gerade ein bisschen aus. Was brauchen wir? Brauchen wir jetzt nicht, brauchen wir jetzt nicht. Und brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht so viel. Und das auch nicht. So, damit wir den ganzen Scheiß auch mitnehmen können. Ja, hier war die 16. Güldene, nee, kupferne Fixmas-Kugeln. Okay, die 17 wird angezeigt. Aber im Rest sucht man sich ja dumm und dusselig. Ah, die eine rote, die wir brauchen. Welche Nummer war das jetzt? Zahl eingeben. Das haben wir noch nicht. Wir gucken mal einfach 1. Boah, man könnte hier echt suchen, ne? Also wie bei ne, was für ein Scheiß. Da ist die 23, die brauchen wir nicht. Da ist die 8. Sehe ich ganz nicht. Achso, hier ist die 8. Na gut. Ich tippe jetzt hier einfach durch. 2. Haben wir die schon offen? Scheint so. 3. Was ist das denn? Fixmas-Dekoration. Die Verwendungszwecke sind hinterfragbar, finde ich gut. So, 5. Wo ist denn da eine 5? Ah, da! Ganz dünn drauf. Meine Fresse. Fixmas-Kugelbündel. Zusammengeworfen, um noch mehr Fixmas-Dekorationen herzustellen. Na super. So.
6. Ich muss aufpassen, dass ich das Numpad nicht benutze, weil dann seht ihr nichts mehr. Das ist ganz schön doof. So, habe ich doch gerade hier irgendwo gesehen. Da. Super. Fahrpatron ist ja irre. Weniger. Also beschissener geht's kaum. Ach, da auf dem Turm. Radarturm ist die 7. 10 Tickets. Das ist nett. Die hätte ich vorhin gebraucht. Ich will immer auf dem Numpad, ne? Ganz gefährlich. 9. Hängt da einfach so sinnlos in der Weltgeschichte rum. Okay. Wow. Baumzweige. Ist ja super. Ach, da oben drauf gepinselt. Okay. Ein paar blöde Bären. Okay, gut. Hätte ich auch drauf verzichten können. Aber ich bin schon ganz glücklich. Ich habe 20 Batterien bekommen. Mehr. Ah, der Wunderstern. Können wir oben drauf setzen dann wahrscheinlich. Die 12. Was haben wir da Schönes? Ja, gut. Pilze. Geil. 13 haben wir schon. Haben wir die 14 schon? Nee. Zip. Eine Kohle. Ehrlich. War ich so böse? Arsch. 15. Haben wir hier. Ach, da siehst du auch. 50 Nüsse. Ja, Wahnsinn. 16 haben wir schon und heute, Tag der Aufnahme, ist der 17. Und vorerst letzte. Und das sind echter Schnee. Es ist Schnee. Leider nicht die schöne, dicke Knirschnaht, mehr die ekelhafte, nasse, matschige Art. Trotzdem können wir Sachen daraus machen. Okay. Na gut. Ist das so. Und mehr gibt es heute tatsächlich erstmal noch nicht. Ja. Nette kleine Idee. Netter kleiner Spaß. Ob es jetzt so der Oberburner ist, sei mal dahingestellt. Aber ich find's nett. Doch. Also ich nutze es jetzt nicht mehr großartig, weil es geht mir tatsächlich eher auf den Zünder. Dafür jetzt auch die ganze Dings nebenbei herzustellen. Aber meine Güte. Aber wisst ihr, was wir machen können? Ach nee. Ich habe meine Tickets verlegt. Ich weiß tatsächlich nicht, wo ich die hingeschmissen habe. Das ist ein bisschen sehr unschön. Und jetzt kommt noch ein Schluck auf dazu. Das macht sich besser. Aber damit sind wir jetzt erstmal am Ende der Folge angelangt. Und hey, war doch wieder ganz cool. Sind sie hier drin? Nein. Und nein. Ärgerlich. Ja, auf jeden Fall, ich danke euch wieder herzlichst fürs Zugucken. Ne? War mein erster größerer Bauabschnitt der Bahn. Das werden wir jetzt die nächsten Folgen weitermachen. Ne, werden da hinten auf der Computerfabrik den Bahnhof einrichten. Dann werden wir erstmal den Zug so einstellen, dass er erstmal zumindest Plastik schon mal hin und her schifft, dass wir dann genug Computer haben. Und dann werden wir nach und nach das Bahnnetz erweitern. Ne, wie gesagt, wir brauchen noch Treibstoff und so, den wir aber noch gar nicht herstellen können, weil wir noch keine Dings hier bauen können. Wir können nur Güterwagen bauen und noch keine Treibstoffwagen. Von daher ist das eh erstmal noch wurscht und müssen es dann erstmal abpacken. Und abpacken können wir auch noch nicht, weil uns dafür, glaube ich, noch die Maschinen fehlen. Ja. Ist blöd, aber was soll man machen? Gut, was passiert? Was passiert hier? Warum ist das so? Was war das? Alter! Komm klar. Alles cool? Alles cool? Alles cool? Alles cool? Okay. Guti. Leute. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein paar schöne Weihnachtsfeiertage. Die nächste Folge kommt tatsächlich nicht vor Weihnachten. Von daher jetzt schon mal frohes Fest. Feiert ein bisschen. Nehmt euch eure Family. Setzt euch gemütlich zusammen. Macht keine dicken Chosen. Ne? Trefft nicht irgendwie unbedingt 10.000 Leute. Gerade dampft das Corona-Fest hier mal wieder ordentlich vor sich hin. Aber meine Güte. Wir müssen da alle durch. Nächstes Jahr wird es besser. Bald können wir geimpft werden und dann. Also ich zumindest, ich kann für meinen Teil schon mal sagen, ich mache das. Ne, auch so schnell wie möglich, allein schon wegen meiner Frau. Und ja, haltet die Ohren steif, macht keinen Scheiß. Bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertholdson.